Hallo und willkommen zu einem neuen Transformer Review. Diesmal zu Transformer Dark of the Moon Skyhammer. Skyhammer ist ein Voyager, Skyhammer stellt einen Hubschrauber dar und er ist ein Autobot. Was für ein Hubschrauber kann ich euch leider mal wieder nicht sagen. Aber ich finde einen ziemlich coolen Hubschrauber. Gut, er hat auch eine MagTech-Waffe. Und zwar diese hier, zu der kommen wir gleich. Schauen wir uns erstmal den Hubschrauber an sich an. Erstmal so grob. Wie man sehen kann, links und rechts zwei Raketenwerfer, die man auch abnehmen kann. Interessant ist vielleicht so am Rande, sie haben hier den gleichen MagTech-Port halt, also die gleiche Größe für die. Sie können in jeden MagTech-Port gesteckt werden etc. Das ist vielleicht mal so für den einen oder anderen Transformer ganz interessant. So, gucken wir uns mal das an. Interessant ist, dass das Cockpit richtig ausgebaut ist. Also man sieht da so einen kleinen Pilotensitz. Sieht allerdings ein bisschen eher aus wie ein bequemer Autositz, muss ich zugeben. Ja, durch die Scheiben kann man es ehrlich gesagt ein bisschen schlecht erkennen, aber ich hoffe, ihr seht es trotzdem. Dass da drin halt wirklich ein kleiner Pilotensitz ist. Ist echt cool gemacht. Auch so die ganzen Kleinigkeiten. Hier sieht man das schöne Autobot-Symbol. Hier sieht man halt Turbinen und Düsen. Das sind hier die Turbinen, ich glaube, die ziehen die Luft rein zum Abkühlen. Das sind dann die Sachen zum Beschleunigen. Bisschen wieder weg. Ziemlich cooles Teil. Was auch cool ist, ist hier dieses Landen, seine Landeräder. Weil dadurch steht er perfekt im Hubschrauber-Modus. Wenn man das jetzt, ja, spaßigerweise mal wegklappt, sieht man, wie viel das eigentlich bringt. Er klappt dann unvorteilhaft einfach nach hinten und sieht, das sieht ziemlich dämlich aus. Gut, zur MagTech-Waffe. Sie stellt eine Kanone dar. Sieht so ganz cool aus eigentlich. Und man kann sie ausklappen zu so einem Schwert. Auch ziemlich cool. Und man kann auch diese Waffe so in diesem Modus fixieren. Und zwar muss man ein bisschen fester nach hinten drücken und einfach einmal drehen. Dann ist er fest, fixiert. Eine coole Sache. Oder eben wieder lose machen. Und dann klappt sie. Naja. Klappt sie automatisch eben wieder zurück. Bis zum Anschlag drücken, fixieren. Schicke Sache. Was man jetzt machen kann. Gut, Räder sind eingeklappt. Im Hubschrauber-Modus zum Beispiel hat extra der Hubschrauber hier einen Punkt, wo man diese MagTech-Waffe reinstecken kann. Zack. Und meiner Meinung nach der beste Punkt, wo man diese MagTech-Waffe im Hubschrauber-Modus reinstecken kann, weil es einfach genial aussieht. Sieht einfach mal gefährlich aus, ist ein bisschen Airwolf-ähnlich, gefällt mir sehr. Man kann sie, wie man jetzt sieht, auch hier in den Flügeln reinstecken. Man kann auch diese Waffen entfernen. Was mich allerdings stört, da man ja nur eine MagTech-Waffe dieser Art hat, sieht das denn ein bisschen merkwürdig aus. Ich kann es euch ja mal zeigen, was mich denn daran stört. Zack, hier reingesteckt. Hätte man jetzt zwei davon, dann fände ich es auch wieder cool. Dann wird es einfach irgendwie symmetrisch aussehen. So sieht es merkwürdig aus. Okay. Würde ich sagen, fangen wir mit der Transformation. Es gibt jetzt mehrere Wege, wie man anfangen kann. Von vorne, von hinten etc. Ich fange gerne hinten an und löse dazu einfach ein bisschen nach hinten ziehen. Hier ist den hinteren Teil. Klapp das schon mal komplett nach oben. Die Räder klappe ich einmal komplett nach oben. Einmal separieren, also spalten, wie auch immer. So, jetzt kommen wir hier zu der Transformation. Das Festhalten, den oberen Teil, den Teil nach hinten klappen. Na, das sollte jetzt nicht passieren. Dann klappen wir das wieder um. Was ihr jetzt so habt, nochmal hier zeigen, nochmal ein bisschen schnell. Und zwar, zack. Und zack. Ziemlich coole Sache. Ja, man formt hier die Beine. Können wir gleich bis zum Ende machen.
hier hinten einmal reinstecken, den Finger, dann kommt hier dieses weiße Teil raus. Einmal den Fuß umklappen, das nach hinten klappen. Rastet auch ein. Ja, eigentlich sollte es. Gut. Das klappt man einfach um. Dann hat man seinen ersten Fuß. Mit dem anderen muss man erstmal hier dieses Teil umklappen. Und jetzt kann man das gleiche wieder hier um rausdrücken. Fuß 1, also der vordere Fuß, der hintere Fuß. Kommt auch dann wieder so hin. Jetzt dreht man das alles nach vorne. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, man kann aus Versehen während der Transformation die Teile hier reindrücken. Man kann sie aber auch jederzeit wieder einfach so ein bisschen rausfriemeln, wenn man es will. Zack, zack. Muss man aber nicht. Gut, Unterteil ist fertig transformiert. Jetzt kommen wir zum Oberteil. Meine Empfehlung, ihr macht mit dem Cockpit weiter. Und zwar das separiert auch. Vorsichtig, ein bisschen spalten. Sobald ihr das gespaltet habt, macht ihr erstmal mit den Flügeln weiter. Die müsst ihr komplett öffnen. Das könnt ihr auch gleich machen. Erstmal die Flügel einfach vorsichtig abziehen auf beiden Seiten. Und erstmal aus dem Weg. Nach unten aus dem Weg. Dann diese Triebwerke einmal nach oben klappen. Also hier vor sich abziehen und nach oben. Na. Dass ihr es so habt, macht sich besser, würde ich gleich empfehlen. Also erst die Flügel ab, dann halt den Rest. Was ich jetzt immer generell mache, ihr könnt es auch später machen, ich mache es gleich, die Transformation der Hände. Ihr seht, Hand raus, dann das einmal hier so reinklappen. Und zwar so. Nochmal. Also Hand raus. Einmal klappen. Immer einmal, dass es alles hier drin wieder verschwindet. Darum die Hände raus, damit ihr Platz habt für den nächsten Krempel. Finde ich eine merkwürdige Transformation, aber hat irgendwas. Ziemlich cool. Also das hat was. Gefällt mir. So, jetzt kommen wir nach vorne. Jetzt kann man das hier nach unten klappen, separieren. Meine persönliche Empfehlung, nimmt jetzt erstmal die Waffen ab. Das macht diesen Part jetzt ein bisschen leichter. Achso. Und zwar sind die Flügel jetzt in dieser Position. Jetzt klappt ihr das einfach runter und nach vorne. Also runter nach oben. Also den grauen Sektor nach unten und die Flügel an sich ganz einfach nach oben. Wenn ihr jetzt noch die Waffen drin hättet, würde es ein bisschen stören. So, wenn ihr das so habt, bisschen die richtige Pose finden, am besten so, könnt ihr das jetzt einfach, gibt extra einen Punkt, einfach so reinstecken. Wenn ihr es richtig macht, findet dieses Teil erstaunlicherweise diesen Punkt alleine. Jetzt könnt ihr auch diese Waffen drinnen lassen und. Aber ich brauche die gleich noch. Gut. Gut, dann drehen wir hier vorne dieses Teil und haben schon seinen Kopf. Jetzt gibt es hier einen Punkt. Ihr seht, so einen kleinen schwarzen Nippel. Da könnt ihr jetzt diesen Rotor stecken. So, einfach runterdrücken. Bisschen die Arme aus dem Weg. Wie ihr sehen habt, das geht echt automatisch, ziemlich simpel. Also Arme runter, vorsichtig umklappen, hier so lang führen und das gleiche, zack, und noch einmal, zack. So.
Jetzt sollte er eigentlich schon stehen. Was er auch tut. Jetzt kann man natürlich noch so die Kleinigkeit machen, ihn ein bisschen ausrichten, ein bisschen schick machen. Okay, jetzt fallen euch wahrscheinlich mehrere Sachen auf. Erstens, er hat ein Ear Mactic Port. Na gut, ein Ear geht hier in den Schultern, naja, in den Armen. Hier hinten verstecken sich aber auch nochmal Mactic Ports, und zwar hier, die eigentlich sonst keinen Sinn haben. Kann man hier hinten auch nochmal Waffen verstecken oder hier reinhängen. Aber natürlich passen nicht so eine großen, naja, das sieht komisch aus. Könnte man jetzt so eine große Waffe hier zum Beispiel als Geschütz hinpacken. Also hier hinten gibt es Mactic Ports. Hier. Seitlich könnt ihr die Waffe reinpacken, aber er kann sie auch in seine Hände nehmen. Das passt auch. Zwar nicht komplett durch, aber er kann sie trotzdem tragen. Was aber auffällt, also richtig halten tut sein Arm nicht. Seitlich sieht das auch nicht viel besser aus. Also am besten so. Also mit der ganzen Schulter ein bisschen noch arbeiten. So, was jetzt vielleicht noch auffallen sollte, er hat hier so eine kleine Ports für diese Clip-Waffen. Ich muss mal kurz gucken, das ist natürlich jetzt improvisiert, weil ich jetzt nicht weiß, wo habe ich jetzt Clip-Waffen versteckt. Ich sehe sie. So, jetzt kann man hier die Clip-Waffen nehmen. Und noch eine Clipwaffe draufstecken. Gut, von Dingsbums passen sie jetzt nicht ganz so zu. Aber ihr seht, es passen auch Clipwaffen ran. Ja, man kann sie ein bisschen weiter nach vorne, dann passt das besser. Also, Mactic-Waffen und Clipports hat er. Für sämtliche Waffen. Finde ich ziemlich cool. Gucken wir uns mal sein Gesicht nochmal in Nahaufnahme an. Ziemlich cooles Visier, interessanter Kopf. Also was auffällt, dass er so einen Punkt hat, interessant gemacht. Sieht auch so ein bisschen cool aus. Man sieht es, diesen Punkt sieht man so als Mensch eigentlich kaum, von Weitem fällt das jetzt, sage ich mal, nicht auf. Wie detailreich sein Kopf eigentlich gemacht ist. Was mir persönlich noch gefällt, sind diese silbernen Adern. Das sieht auch ziemlich cool aus. Alles in allem echt eine Figur, die mir echt sehr gefällt. Sehr cool gemacht. Gut. Noch was ich noch vergessen habe, was mir persönlich noch gefällt, ist die kleine Kombination mit seiner Mactic-Waffe und mit diesen anderen kleinen Waffen. Und zwar, das kann jeder machen, wie er will, aber ich finde es ziemlich witzig. Einfach hier drauf stecken. Nicht umfallen, Pierre. Links, naja, fährt er drum, verdammt. Links und rechts. So. Das ist nämlich doch gefährliche Waffe. Das sieht auch ziemlich cool aus. Man kann es jetzt auch mit dieser als Schwert. Moment. Wobei als Schwert mit den beiden Waffen sieht es nicht so gefährlich aus. Ich finde es so ziemlich cool. Und zum Stand. Wenn er nicht richtig gleich steht. Naja gut. Müsst ihr einfach nur diese kleinen Füße richtig ausrichten. Dann steht er auch. Ohne umzufallen. Ich hoffe, euch hat dieses Review gefallen. Ich sage Tschüss, bis dann.